Der Vortrag von Bernd Eisenstein zeigt, wie wichtig für den Deutschlandtourismus, für den Tourismus in den Ländern und in unseren Regionen Tourismusforschung und Tourismuswissenschaften sind. Und deswegen nochmal ganz großes Dankeschön für die jahrelange Zusammenarbeit. Wir brauchen noch viel mehr davon, wie die Fachhochschule Westküste und das Deutsche Institut für Tourismusforschung seit vielen, vielen Jahren zeigen. Das sind wirklich Kernbestandteile, wie der Tourismus entwickelt werden kann. Und der zweite Punkt, das war die letzte Folie von dir mit dem neuen Narrativ. Ja, den Blickwechsel auf die Einheimischen. Aber ich denke, es gibt zusätzlich auch noch den Blickwechsel auf den Tourismus insgesamt, dass wir ihnen mehr erklären müssen, was Tourismus eigentlich für unser Land bedeutet. Wir haben ja viel zu oft und viel zu lange, ich bin ja noch gar nicht so lange in diesem Amt als Geschäftsführer, Tourismus gemessen, reinen Übernachtungszahlen, die wirtschaftlichen Effekte hervorgehoben. Eine Region, ein Ort, ein Land war erfolgreicher, wenn man die Übernachtungszahlen gesteigert hat. Gut, dass es auch das Statistische Bundesamt gibt, dass das dann immer liefert. Die Medien fragen auch danach, wenn sie sinken, dann hat man wohl was falsch gemacht. Aber was der Tourismus eigentlich darüber hinaus alles noch zu tun hat mit Lebensqualität, mit unserem Land, Stein, was Sie haben gesagt, mit dem Thema Weltoffenheit, mit Gastfreundschaft, dass Menschen sich begegnen können in diesem Land, das ist ein zweites neues Narrativ oder hängt vielleicht unmittelbar mit dem Narrativ Bernd Eisenstein zusammen. Jedenfalls, das ist das, da könnte ich nicht schlafen, ohne das. Deswegen sage ich es gleich und gleich zu Beginn bei mir. Ja, Tourismus im Einklang mit einheimischen Instrumente zur Steigerung der Lebensqualität. Ich ratter jetzt ganz schnell durch für Sie. Was hat das eigentlich im tourismuspolitischen Diskurs in der Bundesrepublik Deutschland so mit auf sich? Erstes Bild nochmal zurück, Brandenburg. Zweites Bild sehen Sie jetzt Berlin. Ich springe mit Ihnen. Das Thema Zukunft, das Thema Lebensqualität, Nachhaltigkeit, aber insbesondere auch Tourismusakzeptanz haben Eingang gefunden, auch auf der bundespolitischen Ebene. Früher war der Tourismus immer so ein kleiner Mini-Absatz in den Koalitionsverträgen. Der Tourismus ist ein so etwa, Herr Steinbach, Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wir werden diesen Wirtschaftsfaktor weiter verbessern und steigern. Und dann ist man zum nächsten Thema übergegangen, weil Tourismus muss schon vorkommen, aber mehr muss es eigentlich auch nicht sein. Wir haben seit zwei Legislaturperioden auf Bundesebene auch die nationale Tourismusstrategie verankert. Das ist sehr gut, weil endlich auch der Bund, da wo er Kompetenzen hat, sich seiner Verantwortung für den Tourismus stellt. Früher hat er immer gesagt, naja, der Tourismus ist so die Summe der Aktivitäten der Länder. Eigentlich machen ja eigentlich nur die Kommunen Tourismus. Und wir, ja klar, wir haben Bundesstraßen, Bundeswasserstraßen, Infrastruktur, Visaregelungen. Klar sind viele Häuser betroffen, aber eigentlich müssen wir dafür gar nicht so viel tun. Alles weiter so, der läuft ja auch gut. Der Bund hat seit 2017 und dann nochmal 2021 sich doch ausführlich um den Tourismus gekümmert und auch die nationale Tourismusstrategie verankert. Und die wird gerade in der nationalen Plattform, schwierige Wörter, nationale Plattform Zukunft des Tourismus diskutiert. Und siehe da, Wettbewerbsfähigkeit und Akzeptanz im Tourismus, dafür ist es unabdingbar, die Gegebenheiten in den Regionen so attraktiv wie möglich zu gestalten und dabei die Interessen der lokalen Bevölkerung zu achten. Herr Eisenstein, ich glaube, vor ein paar Jahren hätten wir uns das nicht vorstellen können, dass man Tourismus auch mal von dieser Seite her aus betrachtet. Ja, es ist auch Strategie geworden im Lenkungskreis. Der Lenkungskreis sitzt sozusagen oben auf der Plattform drüber. Da diskutiert die Branche mit dem Bund, mit den Bundestagsabgeordneten der Koalition, auch mit den Wissenschaften, auch die Länder sind vertreten, darüber, wie die nationale Tourismusstrategie eigentlich gestaltet werden kann. Auch hier sehen Sie, das Thema Lebensqualität einheimischer Bevölkerung ist verankert in der Plattform. Und da bin ich besonders dankbar auch, dass die Länder immer stärker das Thema Lebensqualität und Tourismusakzeptanz berücksichtigen in ihren Landesstrategien. Brandenburg ist da Vorreiter. Wir haben alle 16 Länderstrategien mal angeguckt. Die haben ja unterschiedliche Jahre, wo sie entstanden sind. Aber man kann schon sagen, in immer mehr Landestourismusstrategien spielt Lebensqualität, Tourismusakzeptanz eine doch maßgebliche Rolle. Brandenburg wird aber sehr konkret. Und dafür nochmal ganz herzlichen Dank auch
an Sie, Herr Steinbach, und an die Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg aus dem Tourismus, die TMB, der Tourismusverband, die sich da so engagiert eingesetzt haben, dass das auch wirklich untersetzt wird und nicht nur Worthülsen sind sozusagen in der Landestourismusstrategie des Landes. Ja, und was hat Tourismus mit dem DTV zu tun? Ben Eisenden, du hast ja gesagt, jetzt kommen die großen Lösungen. Ja, für die haben wir ja gemeinsam erarbeitet. Deswegen nochmal danke für das gemeinsame Projekt. Der Bund hat gar nicht so viel Geld immer im Bundeshaushalt für das Thema Forschung, Entwicklung, Innovation. Herr Steinbach, das sind 2,9 Millionen Euro, die der Bund nur im Wirtschaftsministerium für den Tourismus insgesamt vorsieht im Jahr. Das ist alles schon mit drin, Reisen für alle, Forschungsprojekte, die Plattform. Ich habe wahrscheinlich noch was vergessen. Also da, Sie sehen, große Masse ist da nicht vorhanden. Aber wir haben ein kleines, feines, und da bin ich sehr dankbar, Forschungsprojekt mit dem Deutschen Institut für Tourismusforschung gemacht. Tourismus im Einklang mit der Bevölkerung möglich machen, können sich runterladen auf unserer Internetseite. Tolle Ergebnisse. Und wir haben vor allem 35 konkrete Maßnahmen und Anwendungsbeispiele aus der Praxis definiert, weil uns war eins wichtig. Nach dem Wissenschaftsteil muss ja der Praxisteil folgen. Und der Praxisteil bedeutet, dass die Kommunen mal in so einen Instrumentenkasten auch greifen müssen und gucken müssen, was greifen wir denn da raus? Ich kann mich noch gut erinnern, ich glaube, die erste Präsentation, Ben Eisenden, zur Tourismusakzeptanz, da war ich eingeladen beim Landesvorstand des Tourismusverbandes Schleswig-Holstein. Es war vor Corona, 2019, 2020. Ich glaube, Frau Seeler hat dort die Akzeptanz für Schleswig-Holstein erstmals in kleiner Runde vorgestellt. Und da saßen auch Landräte, Bürgermeister am Tisch und die haben sofort gesagt, na ja, klar, bei dir ist die Akzeptanz größer, weil du hast ja diesen Radwegelückenschluss letztens geschaffen. Da fahren ja auch die Einheimischen drüber und nicht nur die Touristen. Und der andere hat gesagt, nee, du hast ja immer noch das Problem mit deinem Kreisverkehr. Brauchst du das irgendwann noch? Und da war ganz klar, wie sozusagen die Akzeptanzwerte vor Ort auch interpretierbar und auch zu konkreten Maßnahmen führen können. Das ist ein Projekt aus dem Jahr 2022. Es ist auch bei uns, dieser kleine grüne Balken, Natur, der müsste uns eigentlich Gedanken machen, warum er so klein ist. Das ist ein weiteres Projekt, das möchte ich nur kurz erwähnen, weil das Thema Akzeptanz, Lebensqualität hat auch viel damit zu tun, dass wir die Grundlagen sichern. Gerade eben, Herr Steinbach, ist ja das Bundesklimaanpassungsgesetz in Kraft getreten zum 1.7. Damit fängt ja die Arbeit eigentlich erst an. Jetzt müssen die Länder, die Regionen Klimaanpassungsstrategien machen. Was hat das eigentlich mit dem Tourismus zu tun? Was hat das mit einer Fußgängerzone zu tun, die keinen Wasserspender hat, die keinen Schatten spendet? Was hat das mit unseren Orten, mit unserem Wasser, mit unseren Badestellen zu tun und allem viel mehr? Und wir haben festgestellt, wir messen das Thema Nachhaltigkeit bisher, überlassen wir es eigentlich jeder Region selbst. Und es wäre deswegen sinnvoll, und das mündet auch in diesem Projekt, wenn wir ein Kennzahlenset einheitlich national entwickeln und den Destinationen ermöglichen, auf sie passfähig zugeschnittene Möglichkeiten zu haben und Kennziffern zu haben, mit denen sie Nachhaltigkeitsprojekte umsetzen können und die sie auch in die Lage versetzen, bundesweit vergleichbar zu sein. Christian Woronka, ganz herzlichen Dank auch für die Partnerschaft. Alle Länder haben wir eingeladen, mitzumachen. Brandenburg ist mit dabei. Wir haben auch gehört vom Bundeswirtschaftsministerium, Förderbescheid kam am 1.7. ungefähr diesen Jahres, geht bis 2025, dass es auch ein Projekt von doch europäischer Bedeutung ist. Ja, und wo liegen jetzt eigentlich Instrumente und Strategien? Ich verschiebe das alles so ein bisschen in die Zukunft jetzt in meinem Vortrag und hoffe, dass da noch viel kommt. Ja, das ist natürlich ein bunter Instrumentenkasten, den man sieht, Balance, Standortgestaltung, Messen, Umdenken, Kennzahlen und so weiter. Und das muss man natürlich alles irgendwie ordnen und sortieren. Und das haben wir gemacht in dem Forschungsprojekt mit dem Deutschen Institut für Tourismusforschung. Das bedeutet natürlich vor allem sensibilisieren, die Hebelwirkung des Tourismus auch erklären, auch eine verbesserte Informationsbasis schaffen, Infrastruktur, Ortsgestaltung sichern. Da mache ich mal einen kleinen Ausflug. Was hat das eigentlich mit dem DTV und der Förderkulisse zu tun? Wenn wir heute in den GAW-Rahmenplan gucken, dann steht da eben immer noch bei Infrastruktur, etwas muss in der Infrastruktur überwiegend dem Tourismus dienen. Na, viel Spaß damit bei der einheimischen Bevölkerung, wenn man sozusagen ausrechnet, bevor man etwas baut, ist dort etwas überwiegend touristisch oder nicht. Das kann ganz interessante Stilblüten treiben. Ein
ein Museumsanbieter in Berlin am, ich glaube, das ist der Leipziger Platz, hat ein Museum errichtet, das, ich glaube, das Deutschlandmuseum, und hat GAW beantragt. Und da hat die Förderbank Berlin gesagt, ich sag's jetzt mal, Herr Kieker kennt das Projekt wahrscheinlich auch, hat die Förderbank in Berlin gesagt, ja, du kannst schon Fördergelder aus der GAW bekommen, kriegst du jetzt aber noch nicht. Mess mal erstmal in den nächsten Monaten, ob du überwiegend Touristen bei dir hast in diesem Museum, und dann kommt das Geld nochmal hinterher. Also so sozusagen bricht das Thema Tourismus, Lebensqualitätmessung auch auf die Förderkulisse runter. Wir setzen uns als DTV dafür ein, dass das überwiegend dem Tourismus dienen relativiert wird, weil man kann die Grenzen zwischen Tourismus, einheimischer Bevölkerung, wir haben es gerade gehört, das hat miteinander zu tun, und da müssen wir auch dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen gut passen. Ja, Kennzahlen zur Erfolgsmessung, Nachfrage lenken, na klar, das ist alles wichtig. Und das finden Sie alles in diesem Instrumentenkasten, in unserem Ergebnis. Ist ganz interessant, wie die Bevölkerung eigentlich, wenn sie befragt wird, wie sie zu den Maßnahmen, wie die Maßnahmen eigentlich bewertet werden zur Tourismusakzeptanz. Beispielsweise geht es um branchenübergreifende Entwicklung von Tourismuspotenzialen. Ich glaube, da haben wir auch noch viel zu tun als Tourismusakteure, dass wir uns viel stärker vernetzen. Das ist zum Beispiel der Einzelhandel, der einbezogen werden muss, dass man Dinge auch gemeinsam betrachtet, zum Tourismus aufklärt. Das sind ja nur die höchsten Treffer. Infomaterial, Vergünstigung für Einheimische, möchte ich das Potsdamer Beispiel erwähnen. Dass man auch der einheimischen Bevölkerung beispielsweise Übernachtungsmöglichkeiten bietet. Übernachte doch mal in deiner eigenen Stadt. Gibt es inzwischen bundesweit in vielen Destinationen. Oder auch das Beispiel aus dem Fläming, wenn ich an die attraktive, Frau Wieland, an die attraktive Arbeitgebermarke denke, die Sie als Landrätin ganz, ganz aktiv mit Daniel Menzel und seinem Team unterstützen, den Fläming aktiv zu entwickeln, also schon in die Schulen zu gehen und schon in den Schulen dafür zu sensibilisieren, in den Dialog zu treten und zu wissen, was kann man eigentlich im Tourismus später mal machen. Also ganz tolles Projekt, Dankeschön, und zahlt unmittelbar auf den Tourismus in Brandenburg ein. Wir zeichnen als Deutscher Tourismusverband jedes Jahr innovative Projekte aus. Wir sind gerade dabei, uns auf die Jury-Sitzung für den Deutschen Tourismuspreis 2024 in Hamburg vorzubereiten. Und wenn man da so reinguckt, ich habe mal so nur so ein paar Beispiele rausgepickt für Sie, wer dann da so auf den Siegertreppchen stand oder nominiert war, also das digitale Fußgängerleitsystem in Stuttgart, wenn Sie mal da sind, es ist doch nicht nur für Touristen. Wenn ich auf einem Leitsystem erkenne, wo ist eigentlich meine nächste Gastronomie, wo kann ich in eine Kultureinrichtung gehen, wie weit ist die entfernt, wo kriege ich die Tickets, und das digital zahlt doch auf Einheimische und auf die Gäste ein. Oder hier 2023, die Allgäu Top Team Hotels, die sich um die Lebensqualität ihrer eigenen Beschäftigten gekümmert haben und deswegen auch auf den Siegertreppchen oder unter den Nominierten waren. Wenn Sie an Baden-Württemberg, die das Thema Mobilität mal neu gedacht haben und überlegt haben, wie können wir eigentlich Elektromobilität, das Thema ÖPNV, fehlende ÖPNV-Anbindung im ländlichen Raum, verbinden mit unseren Gästen, aber das ist nicht nur für die Gäste. Die Einheimischen können diesen Bus nutzen, und der bringt sie direkt ans Ziel. Zweiter Preis in 2019, das 100 Haus in Wolgas, Postel Usedom GmbH. Eine Mädchen mehr Lehranstalt wird zum Jugendhotel. Da haben die nicht nur Architekten geholt, sondern die haben ihre Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums mit einbezogen. Das heißt, die einheimische Bevölkerung, die Schüler wurden zum eigenen Projektgestaltern dieses Hotels, deswegen auch Preis. Und 2019 natürlich aus Brandenburg ein tolles Beispiel, Coconut Vacation, auch ein ganz, ganz tolles Beispiel, wie man das Thema Arbeit, Urlaub miteinander verbinden kann, und das in Berlin-nahen Raum. Ja, Brandenburg. Wir haben uns die Zahlen hier auch nochmal angeguckt. Was wünschen eigentlich die Menschen, wenn man zum Thema Lebensqualität, Tourismus, Akzeptanz sie befragt? Auch aus der Touristikon-Studie von Bund und Ländern. Sie wünschen sich mehr Mitspracherecht bei Entscheidungen. Das sind immerhin 25%
wenn es um den Tourismus geht. Sie wünschen sich mehr Informationen über touristische Entscheidungen, 35%. Das sind hier nur Brandenburg-Zahlen. Sie wollen Einfluss auf die touristische Entwicklung nehmen, 24%. Oder sie wollen auch sehen, dass es politische Bemühungen zur Förderung des Tourismus gibt, 39%. Oder wenn wir auf die nächste Seite gucken, mir sind die Möglichkeiten zur Mitgestaltung des Tourismus bekannt. Das sind 16% nur, die das wissen. Also das ist sozusagen dann die Schere, die auseinandergeht, was man wünscht und was man sozusagen kennt. Oder auch wenn wir uns die ältere Bevölkerung angucken, 65% der 70-Jährigen und älter sagen, dass sie gerne anderen davon berichten wollen, was der eigene Wohnort zu bieten haben, als sie stolz auf ihren Wohnort sind. Bei den anderen Altersgruppen ist es dann entsprechend niedriger. Also man sieht, wir haben eine große Lust auf Tourismus. Wir haben einen großen Bedarf im Land, überall, dass man an Tourismus partizipiert, dass man mitarbeiten kann. Und deswegen bedeutet das aus meiner Sicht, aus Ortsebene den Tourismus zu erklären. Wissenschaften liefern uns dafür sozusagen den Baukasten. Wir müssen das runterbrechen, die Einheimischen zu beteiligen, Bürgerdialoge, Bürgermeisterdialoge durchzuführen, auf Landesebene bei der Wissensvermittlung zu unterstützen. Das kann ein Landesdashboard zum Beispiel sein, zur Wirkung des Tourismus oder eben auch Projekte anzubieten zur Nachhaltigkeitsmessung. Ja, Fazit aus meiner Sicht, Tourismus, zwar ein zweites Narrativ, Bernd Eisenstein ist mehr, bedeutet, den Tourismus viel weiter zu denken und seine Beiträge zur Lebensqualität auch klar und deutlich zu machen, auch dieses Potenzial zu nutzen. Das ist wichtig, um die Tourismusakzeptanz zu sichern und gegebenenfalls die Zahlen für Deutschland sind ja doch eher stagnierend, auch wieder zu steigern. Und die Instrumente, die zur Verfügung stehen, die Instrumente, den Instrumentenkasten auch intensiv zu nutzen. Ich glaube, insgesamt uns als Branche muss es noch stärker gelingen, mit einer Stimme, das adressiere ich jetzt mal an den DTV selbst, mit einer Stimme auch zu sprechen, wenn es um die wichtigsten Probleme und auch Diskussionen geht und vor allem auch deutlich zu machen, welchen Hebeleffekt Tourismus eigentlich an vielen Stellen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch vom Zusammenhalt unseres Landes für unser Land hat. Und in diesem Sinne, Dankeschön, ich freue mich auf die weiteren Diskussionen und toll, wieder hier zu sein.